Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem Unboxing von der Loot Chest. Völlig viel zu spät. Ja, soll mal vorkommen, ne? Krank und alles und keine Ahnung was und keine Zeit gehabt. Eigentlich wollte ich schön bei Sonnenschein heute bei draußen Licht und so mit Licht aufnehmen. Nein, es hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Ich habe wieder eine Lampe anmachen müssen. Der Akku ist fast leer. Ich bin begeistert. Es fängt sehr gut an. Naja, sonst muss ich gleich nochmal eine Pause machen. Muss kurz zwischendurch den Akku laden. Deswegen rede ich jetzt nicht schnell, nicht viel, sondern ich mache einfach auf. Los geht es. Komm hier, du Kiste. Was haben wir denn eigentlich? Januar. Das ist immer noch die Kiste von Januar. Oh, ich merke schon. Ich weiß, glaube ich, schon, was das eine hier ist. Das ist mal wieder das Dings hier. Das Infomaterial zum... was ist denn das? Das ist ein Aufkleber. Ein Aufkleber zu Minecraft. Ein Block einfach nur. Ich bin ja wirklich einer der wenigen Leute, die tatsächlich überhaupt nicht Minecraft spielen. Aber ich habe auch schon mal zugeguckt. Insofern finde ich es mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht. Wow. Boah, das ist, was ist denn das? Das sieht cool aus. Das ist Game of Thrones. Mal so, kann man es vielleicht sehen? Das ist, ich glaube, das sind Bierdeckel. Nee, Homebox Office. Nee, das ist wahrscheinlich ein, ich glaube, das sind Bierdeckel. Ich würde das voll gerne mal aufmachen. Ist das schlimm, wenn ich das aufmache? Ah ja, doch, 4 Coaster Set, na klar. Ich mache das jetzt auf, Leute, es tut mir leid. Falls ich das verlosen sollte, ist es schon geöffnet. Aber ihr wisst ja dann, ihr wart dann dabei. Es war also quasi verschlossen. Ich habe es nur einmal kurz aufgemacht. Ich möchte nicht gerne wissen, was da drauf ist auf der Vorderseite vom Bierdeckel. Ah, wow, das sieht richtig schön aus. Ist auch voll schwer. Ui. Ah, oh, das hat sich gelohnt, das aufzumachen. Ich zeige euch die mal hier. So, das wäre der erste. Das ist der zweite. Der dritte. Und der vierte. Oh, den haben wir schon. Den habe ich schon mal. Den habe ich schon aus einer anderen Box gehabt. Ich glaube, das war wahrscheinlich aus der Loot Raider Box. Die gehe ich mal von aus. Aber ich finde die wirklich schön. Auch wenn ich ja nicht der Game of Thrones Fan bin. Aber ich finde sie schön. Nein, warum tut ihr das immer mit mir? Das ist Poster. Und das Poster, ich sehe schon, ich weiß nicht, ob ihr es seht, es steht Wars drauf. Deswegen gehe ich mal ganz stark davon aus, dass irgendwo sich ein Star davor befindet. Warum? In jeder Box ist irgendwas von Star Wars dabei. Ja. Star Wars. The Force Awakens. Sehe ich nur gerade so seitig. Oh Gott, kann man das überhaupt sehen? Ui, das ist ein Stormtrooper? Klärt mich auf. Ich weiß es nicht so genau. Ich mag halt so eine langen Dinger. Die mag ich wirklich gerne. Finde ich echt schön. Für die hat man immer irgendwo einen Platz. Wenn man die zum Beispiel so an einen Schrank oder an irgendeine Schranktür oder so gerade runterhängt, finde ich echt ganz cool. Ist mal wieder was für euch Star Wars Fans. Also nicht für mich. Orange Kirsch. Double Dip. Stäbchen Schlecker mit Pulver genießen. Die kenne ich, glaube ich, irgendwie so von früher noch. Schleckpulver. Und Swizzle Stick. Hä? Ja, also ich kann es mir vorstellen. Man leckt das an und dann dippt man das da ein. Wir machen das mal am Ende, ne? Wie immer machen wir das am Ende, dass ich da noch mal kurz teste. Das ist irgendwas Kleines. Terminator 2, Judgment Day. Ein Cardholder. Das ist ein Kartenhalter. Also sowas quasi wie eine Geldbörse, nur für Karten, für EC-Karten und so. Darf ich das auch mal kurz aufmachen? Ich mach das mal auf. Wobei ich mir das eigentlich schon ganz gut vorstellen kann. Skynet. Das ist noch nicht mal so auffällig, finde ich, wenn man das nicht kennt. Terminator habe ich tatsächlich einige Teile geguckt, aber ich kenne sie nicht so gut, dass ich jetzt genau wüsste, was ich damit anzufangen habe. Aber ich kenne es. Wuhu, ich kenne mal etwas. So sieht das also aus. Da passen genau 2 Karten rein. EC-Karte und Bücherhallenausweis. Gibt es sowas überhaupt noch? Ich glaube nicht. Aber so sieht es auf jeden Fall aus. Das wäre das hier. Das ist was ist das? Plastik? Gummiplastik so? Naja, Skynet Division auf jeden Fall. Clearance Level 5. Ja, warum nicht? Also für mich, ich brauche sowas nicht unbedingt, weil Student Cards, Travel Cards, Kreditkarten, ja, Cinema Karte, weil ich ja das alles bei mir schon in meinem Portemonnaie drin habe. Aber es gibt bestimmt Leute, die sowas mögen. Terminator und so. Ja, ganz cool. Für mich nicht unbedingt was, aber es gibt ja auch Männer, die gehen dann einfach nur mit so einem schmalen Ding raus. Ne? Ich bin ja froh, ich habe so ein fettes Portemonnaie, also da würde das nicht reichen für mich. Das würde ich nur noch so additional quasi dazu nehmen. Ah, da kommt schon ein Chat. Wie riesig sieht denn das aus? Ich packe das jetzt mal aus, ja? Hä? Fight for Columbia? Was ist das? Tropico? Nee. The Founders for Prosperity. Da habe ich jetzt gerade so gar keine Ahnung. Hä? Columbia? Fight for Columbia? Keine Ahnung. Sieht irgendwie ganz schick aus. Aber es sieht so kurz aus. Sieht irgendwie relativ kurz aus. Na, ich probiere das mal an. Mal gucken, ob das passt. Aber schnieke. Es sieht nicht so sehr nerdig aus, finde ich. Muss auch mal sein. Oh mein Gott, ich sehe was und ich weiß, dass es eine Person auf jeden Fall gibt.
die totaler Fan davon ist. Das ist nämlich eine Sammelfigur von Doctor Who. Und ich weiß zum Beispiel, dass Dauntless Claire Gaming, was habe ich gerade gesagt, dass sie totaler Doctor Who-Fan ist. Deswegen weiß ich, dass sie sich wahrscheinlich total über diese Figur freuen würde. Das ist ja total lustig. Weiß ich gar nicht, was gibt's denn? 10. Doktor, 1. Doktor? Welcher ist das? 10. Doktor? Ich zeige euch mal kurz hier das, was am Rand noch ist. Was es also noch gibt. Aha. Und hier gibt es auch noch 2. Und wir haben den 10. Aber ich bin gerade verwundert, weil ich dachte, der 10. Warum hat der denn gar keine Brille auf? Der hat doch in echt hier eine Brille auf. Warum machen die denn sowas? Also, das hier sind, glaube ich, die ganzen 4, die es gibt auf der Rückseite. Naja, hätte man auch mal gucken können. Aber das sind natürlich wieder nur so komische Blaupausen. Ja, ganz cool, was? Also den werde ich auf jeden Fall verlosen. Das war's, glaube ich, schon. Ja, das war's schon wieder mit der Box. Schon wieder so kurz. Ich bin nur froh, dass der Akku gehalten hat. Deswegen war ich die ganze Zeit so etwas panisch. Weil ich immer dachte, der Akku geht gleich leer. Aber ich zeige euch auf jeden Fall jetzt nochmal, was alles dabei war. Und dann esse ich nochmal das Zeug da. Dieses Britzelzeug. Wir haben das Star Wars Poster für 4,95 €. Den Cardholder für 7,95 €. Den Doctor Who für 19,95 €. Die 4 Bierdeckel von Game of Thrones für 9,95 €. Den Minecraft Sticker für 2 €. Das Brausepulver mit Dip-Dings hier. Hier, Boomster Double Dip Sweets heißt das. Für Tasty. Steht kein Preis bei. Und das Shirt war das Plus hier dabei. Das ist, ach so, das ist Bioshock. Hätte ich auch kennen können, Bioshock, aber egal. 14,95 € kostet das auf jeden Fall. Ich bin verwirrt, warum ich das Bioshock-Ding nicht erkannt habe, weil Bioshock habe ich, na gut, ich habe es nicht selbst gespielt, ich habe halt immer nur zugeguckt. Vielleicht kennt man dann die Sachen nicht so gut, wie wenn man sie selber spielt. Ich bin etwas enttäuscht von mir selber, aber egal. Okay, das machen wir jetzt mal auf. Abschneiden. Okay, wir haben hier so ein so kann man nicht sehen. Da steht auf jeden Fall Swizzle Stick drauf. Das ist halt so ein Brauseteil, ja? Das muss man wahrscheinlich erstmal anlecken. Oh, spannend. Ach ja, Kindheitserinnerungen werden wach. Orange schmeckt ja mal richtig scheiße. Aber Kirsch ist lecker. Es schmeckt irgendwie voll süß. Ich meine, ich mag süß, ja? Aber ich habe irgendwie erwartet, dass das so ein bisschen saurer schmeckt. Und das ist irgendwie so gar nicht sauer. So, als ob man so in Zucker eintunkt. Mein Urteil, das hier schmeckt ganz gut, das Kirsche. Das Orangene ist irgendwie überhaupt nicht mein Ding. Ich glaube, ich werde das jetzt noch mal offscreen ein bisschen weiter essen, weil sonst dauert das ja hier Jahre. War mal wieder so eine zwiegespaltene Kiste, von denen ich einige Sachen ganz gut finde. Ich finde es natürlich wie immer schade, dass da immer wieder aus dem Star Wars dabei ist. Ich hätte mich so gefreut über so ein cooles, langes Poster, irgendwie zum Beispiel mal von Big Bang Theory oder irgendwie sowas. Da hätte ich mich mal sehr drüber gefreut. Aber die Game of Thrones Bierdeckel fand ich echt cool. Obwohl ich ja das nicht selber gucke, würde ich sie eventuell sogar selber behalten. Mal sehen. Mal sehen, was ihr so schreibt, so von wegen, ich will die unbedingt haben, dann würde ich sie vielleicht verlosen. Vielleicht. Und ich sage, ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei beim Unboxing und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.